gucken. Ich mach eine Aufnahme und dann verkaufe ich das bei Patreon oder bei OnlyFans. Hat es nie gegeben. Genau, pass auf, ich mach alles. Du musst gucken, ich höre mich selber. Also du musst das bei Patreon oder bei OnlyFans. Warte mal, ich muss den Ton runtersetzen, genau. Nee, ich hatte beim letzten Mal den Ton auch ganz leise nur. Ich höre mich selber. So, jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Jetzt, wenn du dich hörst, dann ist es halt nur so ein Geist von deinen frühen Gedanken. Genau, aber musst du trotzdem noch. Also, ich höre es immer noch. Also, deswegen. Das müssen wir gleich auf jeden Fall wegmachen. Okay, dann mach ich es mal komplett weg. Aber es ist ja jetzt nicht das Thema. Also. Nichts mehr hören. Da höre ich leider auch nichts mehr, aber egal. Ach, das ist ja wurscht. Also, wie, du hörst mich da nicht mehr, oder was? Dich höre ich schon, aber ich höre dich dann nicht mehr bei Twitch. Aha. Okay. Okay. Ich kann ja wissen, mal was anderes probieren. Warte mal. Ich geh nochmal USB-Audio. Ja, ist ja noch nichts passiert. Also. Ja. Ich geh mal auf USB-Audio-Codec. Wir haben sage und schreibe übrigens null Zuschauer. Leikolaf, sei grüß. Wieso haben wir. Leikolaf, wo du da bist, wieso haben wir null Zuschauer? Isabella, wo du da bist, wieso haben wir null Zuschauer? Kurzer Warnung, er ist heute sehr gut gelaunt. Jetzt mal ganz ehrlich, du kennst mich näher. Ist das jemals anders? Übrigens, hörst du mich doppelt? Nee, jetzt höre ich dich nicht doppelt. Nee, nee. Das ist alles, okay, gut. Alles gut. Habe ich die Einstellung richtig vorgenommen? Falls ihr euch gefragt, was der Depp hier gerade macht, was lustig ist, ist, dass der letzte Save ist weg. Das ist aber jetzt nicht so schwierig, weil wir sind allgemein in was weiß ich, lächerlichen 10 Minuten sind wir da, wo wir gerade waren. Also das ist kein Thema. Also ihr verpasst nicht viel. Ich mach das eben mal auf schnell. Stichwort Männer und Technik. Nee. Der hat auch das Autosave nicht gegriffen. Also Technik. Was ist das denn jetzt hier? Ich als jemand den Super Seducer Let's Played, ja. Ich bin immer noch stolz drauf, ist das wundert mich. Hallo, der Herr... Ohne Scheiß, ich erwähne das gerne mal, hier live, unzensiert und über den Äther. Ich habe tatsächlich in meiner ganzen Karriere ein Like von dem Herrn Ruina persönlich gekriegt. Ist kein Scherz. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie... Gut, nicht wirklich, aber... Also ich würde es weder ins Führungszeugnis noch ins Arbeitszeugnis eintragen. Warte mal, wenn wir jetzt sowieso gerade... Ach nee, das können wir... Ist doch scheißegal, wir spielen jetzt einfach mal so, wie wir es gerade auch gemacht haben. Wir haben das mit dem Vogel aber gemacht, ne? In Lima. Schau mal im Inventar nach, da müssen wir eine Schriftrolle. Doch, haben wir, weil sonst hättest du jetzt das Kristall nicht machen können, wegen der Schriftrolle. Aber wir haben nicht, klar, wir konnten natürlich logischer nicht teleportieren, weil das machen wir jetzt erst. Das lernen wir jetzt erst. Genau. Also wir sind in 10 Minuten schnell da. Mhm. Falls ihr jetzt immer schon ein Speedrun von Zack McCracken sehen wollt, dann guckt einfach bei Gronkh. Ich glaube, der hat Zack McCracken tatsächlich mal vor 20 Jahren gemacht. Das ist gut möglich, der hat alles Mögliche gemacht. Ja, findest du? Ja, hat sogar Minecraft gemacht. So, wir müssen nach Afrika. Afrika, heiße Sonne, heißer Sand. Ja, was war das, der kürzeste Weg über Kairo? Ja, gut, wir sind in Afrika. Ja. Oder wo packst du Zaire hin? Ja, das ist egal, ich werde notfalls wieder... Hallo, ich hab damals bei World Geography alle geowned. Siehst du? Hier? Siehst du, wer hat eine Maus und klickt wie doof? So. In diesem Sinne an alle 10 Zuschauer mal ein herzliches Hallo. Wir sind 10 Zuschauer? Zumindest steht das da auf dem Bildschirm. 10 Zuschauer? Ja! Jetzt mal ohne Witz, warum seid ihr nicht in der Disco? Achso, da war was. Halt. Stopp. Stimmt, da war ja was. Da hat jemand mit einer Ausgangssperre was dagegen. Wie war das mit Lockdown 2.0? Erinnern Sie sich damals? Ja. Ich kann mich noch erinnern. Guido Knopf, sein Enkelsohn, damals vor 40 Jahren. Hitlers Lockdowns. Ich könnte jetzt unglaublich geschmacklose Parodien machen. Und du wirst fassungslos verlaufen, so nebenbei. Ach, das ist scheißegal. Ich weiß. Habe ich meinen Freund Rommel? Den frage ich nach dem Weg. Der sagt immer eine Pensa-Länge voraus. Guter Mann.
Und sonst frage ich meinen Hund Blondie. Und bevor einer fragt, ja, das ist nicht witzig, übrigens, falls jetzt. Aber es ist Karneval, da hat Humor auch keinen Platz. Richtig. Und morgen ist Valentinstag für die, die es unbedingt feiern wollen. Ja, und wir werden morgen streamen. Ich habe übrigens, Achtung. Super-Producer. Achtung. Nee, der dritte ist leider noch nicht da. Also der dritte kommt tatsächlich erst bei uns am 16. raus. Das ist kein Witz. Deswegen, also das haben sie schon vermasselt. Ich hoffe, er kommt aber auch raus. Das ist der ganz wichtige. So, habe ich jetzt auch... Jetzt willst du mir nicht sagen... Hä? Habe ich den nicht mitgenommen? Doch, was Gelbes hast du. Allerdings nur ein Buntstift, aber egal. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist einer dieser Tage. Ich habe extra gewusst, ich sollte diese Folge aufnehmen für genau diese Momente. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 30 Minuten. Also wir wissen, dass das nicht mehr so viel ist, deswegen mache ich den Scheiß hier gerade. Ich strecke das Video, ne? Ja. Du wirst ja schließlich mehr Werbung einbauen. Ich habe ja gesagt, in den Kommentaren hier, viel zu viel Werbung! Gib übrigens was Neues von Shoshi übrigens, für die Leute, die den Freedom Shosh kennen. Nicht Lead Cashcard, Lead Schriftrolle. Für die, die Shoshi kennen, von Freedom, der hat eine Idee, was gar nicht so verkehrt ist, dass man irgendwie einen Blog bei ihm macht und dass man auch noch ein paar Euros über einen Blogpost kriegt. Also deswegen, da habe ich dann mal wieder was zu spielen. Hat endlich mal eine vernünftige Idee, meinst du? Ja, das Problem ist, er ist ja, ich habe ja, durfte ja schon mal ein paar Mal mit ihm damals noch skypen. Der ist ja kein Doofen, der hat nur leider ein Team von Vollpfosten. Das ist leider ein Problem. Also, in dem Fall ist es mal ausnahmsweise so, dass der Chef wirklich was weiß, aber seine Bediensteten nicht. Weil ist klar, wenn du natürlich Bedienstete hast, die für 1,70 Euro, da kriegst du jetzt auch nicht die... Ich möchte es jetzt nett ausdrücken. Da kriegst du jetzt nicht die Arbeiter des Jahres. Ja, das ist zu erwarten, da gebe ich dir recht. Sei denn, du bist natürlich bei McDonald's, bei Amazon, bei Subway... entsprechende Firmen bitte hier einfügen, falls ihr eure Firma auch mal nennen wollt, einfach mal in den Chat. Die freuen sich. Ich leite ja, das auch direkt weiter. Hier bei Erpresserbrief 24. Und es ist auch keine Erpressung, sondern es ist einfach nur überzeugen. Ja, das ist, wie soll man sagen, mit Nachdruck überzeugen. Ich habe übrigens was Lustiges gemacht, das werde ich auch mal machen. Ich hatte mal vor, lustige Mashups zu machen. Habe ich dir, glaube ich, mal irgendwann vor 20 Jahren erzählt. Habe ich bis dahin nie gemacht. Aber ich habe sogar, als ich hier mit dem Dschungel durchgegangen bin, dachte ich mir, wenn du jetzt den Soundtrack von Platoon drunter legst, hast du ein ganz anderes Feeling. Ich sehe schon, du findest das gar nicht witzig. Ich fand das geil. Ich überlege jetzt nur gerade, welche Version. Damit ich einen Content-Treffer kriege, die NES-Version, aber... Ja, nee, das war ein Video-Content-Treffer. Achso, Entschuldigung. So. Also wir müssen danach dann nur noch warpen und dann sind wir auch da, wo wir sind. Also, und dann speichere ich auch. Du hast deinen gelben Kristall wieder vergessen. Nee, habe ich mitgenommen. Ja, hab ich wirklich mitgenommen. Mach mich nicht fertig. Schau lieber nochmal nach, ich trau dir nicht. Da ist er. Aber ist auch gar nicht, ich lass den da liegen. So, egal, hier, ne? Annie, mach das schon. Ja, soll Annie mal kurz zu dir reisen, dir das vorbeibringen. Nicht, dass du schon wieder zurückschicken musst. Nee, Annie hat nicht viel Geld. Achtung, Achtung. Der Mann im Haus mit dem Lottogewinn ist Sek. So. Auf dem Mars brauchen wir aber, glaube ich, nichts mehr machen, ne? Dann haben wir alles erledigt. Also das ist alles erledigt. Also das heißt, ich muss jetzt nur noch rumteleportieren und dann enden wir in Kairo, war das, ne? War, glaube ich, der letzte Punkt. So, und dann geht's live weiter. Und ihr habt nichts davon mitgekriegt, weil du machst gleich den Man in Black Gag und dann fangen wir komplett neu an. Also ihr sagt dann auch nochmal Hallo, ne? Das spielen wir dann alle nochmal durch. Bitte am besten so, lasst euch mal irgendwelche tollen Gags zum Anfang einfallen. Moment, ich muss mal kurz meine Sonnenbrille holen. Aber gerne, Mr. J. Ja. So, der Doktor ist jetzt out. Also, das hast du jetzt hier endlich erledigt. Genau, der Doktor. Jetzt, wenn du dich gleich mal irgendwo hin teleportierst, so aus Jux. Ja, mach ich.
Muss ich gleich mal gucken, welcher der erste Nähepunkt ist, den man da nehmen kann. Früher habe ich es gewusst, aber dann bin ich Let's Player geworden. Und seitdem weiß ich gar nichts mehr. Mein ganzes Leben ist wie ein langes Video mit viel Werbung. Ein Bandsalat. Ein Bandsalat. Ein Dutt-Tape. Komm, geh da rein. Laber nicht, Sick. Laber nicht. Wir haben keine Zeit, Sick. Wir haben uns eilig. Wir haben es eilig. Muss auch was mal machen, dass, damit die Leute sich auch vollkommen angewidert fühlen, wenn ich das einfach mal ganz doof die ganze Zeit in Rheinisch mache. Das ist bestimmt auch total lustig, ne? Für euch völlig lustig. Soll ich mal... Ich könnte jetzt natürlich ganz böse sein und sagen, jetzt rate mal, warum ich aus Köln wieder weggezogen bin. Jetzt könnte ich sagen Männerbekanntschaften, aber das mache ich nicht. Das kam ja schwerend hinzu. Lalalala. Auf der Suche nach ein bisschen Warp. Ein bisschen Warp muss sein. Wo kann ich denn warpen? Ich frage mich sowieso, warum du fliegst, warum du nicht einfach den Kristall benutzt. Ach, den kann man auch so benutzen? Ja, natürlich. Glaubst du, musst auf eine Plattform gehen, oder? Ja! Nein! Das habe ich immer so gemacht. Sag nur, dass du viel Geld ausgibst. Ja, aber ich habe ja auch Geld. Ne? Und? Bald hast du kein Geld mehr. Das Beste ist Ticket gekauft und dann nicht benutzen. Ja! So mache ich das immer. Ich rette Lufthansa im Alleingang. Vor allem das Lustige ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie auf die Cashcard gucke, der normale YouTube-Zuschauer würde gar nicht den Unterschied merken. Nicht einmal der große Herr Rimtour. Stimmt. Das ist das Lustige. Deswegen, wenn man auf YouTube Videos macht, du kannst die Leute so verarschen. So. Nimm das Scheißding. Den Kandelaber. Genau, nimm den Laber. Kandelaber. Kandelaber. Wo kommt eigentlich jetzt der Alien? Kommt der jetzt an der Original-Location? Oder verfolgt der mich die ganze Zeit? Ja, der verfolgt dich jetzt beim Gelbkristall nicht. Ach so. Dann nur beim Blauen. So, guck mal, hier sind wir. Jetzt musst du noch da in diesen einen letzten Raum reingehen. Wir wollen ihn nicht spoilern. Ja, das haben wir ja noch nicht gemacht. Genau, da ist es. So. Speichern. Speichern. So, meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum. Das ist professionelle Arbeit. Wir haben 13 Minuten gebraucht mit Sinnlosigkeit. Und jetzt heißt es gleich, nachdem ich jetzt den Cut hier mache, The Doctor is in.